Ein herzliches Hallo an euch da draußen. Wenn ihr euch für Literatur interessiert, seid ihr hier genau richtig. Nun geht es weiter mit meiner Interpretation der Spiegelgeschichte von Ilse Eichinger. Wenn ihr die noch nicht kennt, bitte ich euch, sie euch nochmal anzuhören oder sie euch noch einmal auch durchzulesen. Ja, also ich finde, dass hier an dieser Stelle, wo sie sich wünscht, dass ihr Kind oder die Alte auffordert, dass ihr Kind wieder lebendig wird, dass es hier eigentlich sich um den Höhepunkt der Geschichte handelt. Nicht nur eigentlich, sondern ich denke, dass es so ist. Und es wird hier auch immer deutlicher, dass die Hauptfigur keinerlei Unterstützung von den Personen bekommt, die sie umgeben, sondern eigentlich bekommt sie Unterstützung von der Umwelt, von der Umgebung. Und diese Umgebung wird dadurch natürlich sehr häufig personifiziert und mit Motivik ja fast schon überfrachtet. Also wie gesagt, ich denke, dass der blinde Spiegel für diese Auferstehung aufgrund der Zeitumkehr steht. Und dann, also die Angst wird fruchtbar und die Schmerzen beginnen endlich wieder zu jubeln. Also da könnte man auch sagen, okay, hier, also erstmal wird nicht sie fruchtbar, die Hauptfigur, sondern die Angst wird fruchtbar. Also aus der Angst wird heraus was geboren. Also ich würde ja sagen, vielleicht aus der Angst der Alten wird das Kind wieder zurückgeholt sozusagen. Und deshalb ist es eine Angst, die fruchtbar wird, weil sie mit ihrer Bitte und mit ihrer Forderung und ihrem ja auch Beschimpfen die Alte unter Druck setzt und ihr Angst macht. Also, und ich denke, so funktioniert das Bild, dass es die Angst der Alten ist, die dann in der Zeit zurück die Frau wieder fruchtbar werden lässt und ihr das Leben wieder, was sie da in sich trägt, zurückgibt. Ja, dann begegnet sie diesem Mann, dem sie das Kind zu verdanken hat. Und sie beschreibt das sehr gut, indem sie den, also sie legt da sehr viel Bedeutung in diese Begegnung rein, indem sie letztendlich den Satzanfang dreimal wiederholt. Das ist derselbe, der zuletzt an deinem Sarg die Mütze gedreht hat. Da ist er schon wieder, da steht er, als wäre er nie da, als wäre er nie weg gewesen, da lehnt er an den Planken. Also dieses dreimal da, das würde ich mal sagen, ich glaube, das ist eine Anapher. Das ist sozusagen ein wiederholter Satzanfang. Und das lässt auch so ein bisschen die Zeit stillstehen. Und man hat das Gefühl, dass sie wie mit einer Kamera immer weiter ranzoomt an ihn. Da ist er schon wieder, da steht er, als wäre er nie weg gewesen, da lehnt er an den Planken. Also man weiß, okay, er ist da, dann steht er einfach nur da und dann lehnt er. Also man zoomt richtig an den Mann ran und dieser eine Moment, wo sie ihn sieht, ist sozusagen ja zeitlos festgehalten. Genau. Dann spielt sie wieder mit den Motiven des Anfangs und Endes. Am Anfang nimmt man Abschied, ehe man miteinander weitergeht. Und da vertauscht sie das Ganze also wieder und das passt wunderbar zu dieser Umkehr der Zeit und ihrer Auferstehung. Genau, und hier ist auch wieder dieses Wiederholungsmoment. Ja, das erste Wort, was er sagt, ist der Name einer Gasse und das ist die Gasse, wo die Alte wohnt. Also, bevor er weiß, dass du das Kind erwartest, nennt er dir schon die Alte. Also, das ist natürlich
auch irgendwie extrem grausam, ja. Auch wenn der Mann hier Gefühle zeigt, ist es sozusagen unfassbar grausam, was er da verlangt von der jungen Frau. Also bevor er sagt, dass er dich liebt, nennt er dir die Alte. Sei ruhig. Er weiß nicht, dass du bei der Alten schon gewesen bist. Puh. Also das ist natürlich ja unglaublich hart, wie auch die junge Frau behandelt wird, dass sie auch keine Hilfe erwarten kann von dem jungen Mann, der sie ja eigentlich liebt. Ja, er könnte sie ja auch ja heiraten und es irgendwie mit ihr versuchen, aber er nennt die Alte, also er nennt nicht ihren Namen. Das ist nicht das erste Wort, was er nennt. Und er ist dann auch irgendwie zwischendurch ist er auch gar nicht da, wo sie ihn vermisst, wo es ihr schlecht geht. Der ist dann erst wieder am Totenbett da. Und da denkt man auch, puh, naja, echt grausam. Also das lässt doch tief blicken, denn das ist ja auch wieder eine wichtige Person, die das Schicksal der jungen Frau hätte abwenden können und diese junge Frau beschützen können, dieser Mann. Aber er beschützt sie eben nicht. Sondern das erste Wort, was ihm in den Sinn kommt, ist die Frau darauf hinzuweisen, wo sie notfalls abtreiben kann. Ja, super, ja. Also warum schläft er dann mit ihr? Also ich finde, das ist hier schon so ein bisschen auch vorwurfsvoll und zeigt auch auf, wie allein diese Frau ist. Und ja, dass sozusagen keiner ihr letztendlich hilft, ne? Also der Alten geht's ums Geld, damit sie ihren Schnaps bezahlen kann und ihre Sucht frönen kann. Und dem jungen Mann, ja, um was geht's denn den jungen Mann? Um den Sex oder was? Also das ist wirklich, ja, das ist wirklich, also das ist wirklich grausam beschrieben, wie sie wirklich von allen verlassen wird und alle sich abwenden sozusagen. Und vielleicht versteht man dann auch besser, dass alle die Zeugen, das wird ja vorher gesagt, dass alle die Zeugen werden verbrannt werden, also dass sie sozusagen regelrecht ausgestoßen ist und keiner sich auf ihre Seite schlägt, außer eben diese Umwelt, die personifiziert wird und auf ihrer Seite steht, dafür umso mehr. Und kaum hast du gesagt, dass du das Kind erwartest, hast du es auch verschwiegen. Der Spiegel spiegelt alles. Also das ist doch auch sehr schön. Sehr schön gemacht. Sie verschweigt es ihm also erst und dann sagt sie es. Und hier wird nochmal diese Rückschau betont, dieses Rückwärtsgehen. Ja, der Spiegel spiegelt alles. Ist klar, immer wenn dieser Spiegel reinkommt, das ist sozusagen das Symbol für die Rückkehr der Zeit. Ja, und hier wird wieder alles personifiziert. Die Kohlenberge weichen hinter euch zurück. Da seid ihr an der See und seht die weißen Boote wie Fragen an der Grenze eures Blicks. Wow. Die weißen Boote wie Fragen an der Grenze eures Blicks. Also erstmal denkt man natürlich mit der Grenze an die Grenze des Horizonts. Und dort sind scheinbar Boote und die weißen Boote sind Fragen. Wie Fragen. Also hier heulen die Schiffe nicht mehr, sondern sie fragen, ja. Und naja, nach was fragen sie denn? Also sie fragen ja vielleicht irgendwie nach der Liebe, nach Hilfe, nach zusammen schaffen wir das, nach ja, nach Unterstützung, nach einem Leben zu zweit und so weiter, ja. Also, und da merkt ihr schon, dass sozusagen die Umgebung, das sind jetzt Boote, die fragen, ne, aber vorher waren es Schiffe, dass also die Bilder sich immer wiederholen und immer wieder mit anderen Motiviken gemischt werden und jeweils das Innenleben der Figuren widerspiegeln. Seid still ist auch wieder eine Aufforderung, die, ja, die natürlich zu den Toten, die still sind, referieren. Die See nimmt euch die Antwort aus dem Mund. Die See verschlingt, was ihr noch sagen wolltet.
Ja, also die sind sozusagen, das sind also zwei junge Leute, die da sehr still miteinander umgehen. Und die Antwort nimmt die fehlende Antwort, die der Mann scheinbar nicht gegeben hat. Oder was heißt hier scheinbar? Er hat sie nicht gegeben. Die fehlende Hilfe, den fehlenden Beistand, auch in der schweren Zeit der Abtreibung, wo sie völlig allein ist. Diese Antwort verschlingt eben die See. Also da ist auch wieder dieses Motiv, dass die Umwelt dem Mann sein schlechtes Verhalten abnimmt und ihn vielleicht auch ein bisschen entschuldigt. Ja, dann kommt hier so ein Satz, der alleine steht. Was flüstern die in ihren hellen Hauben? Das ist der Todeskampf, die lasst nur reden. Also, am Ende sagen sie ja auch, es ist zu Ende, sagen die hinter dir, sie ist tot, still, lass sie reden. Also, und dann es kommen hier immer so einzelne Sätze, ne? Es dauert nicht mehr lange, sagen die hinter dir, es geht zu Ende, was wissen die, beginnt nicht jetzt erst alles. Und das sind diese drei einzelnen Sätze, die sie da herausstellt oder die herausgestellt werden. Und sie referieren sehr stark zu der Stille, der Schweigsamkeit in der Gesellschaft, über das, was nicht laut werden darf, über diese Konventionen, diese verbotene Abtreibung, aber auch die Stille der Toten. Und also der erste Satz, die hellen Hauben, das sind die Krankenschwestern, die sich kümmern und die eigentlich nicht so richtig was damit zu tun haben wollen, mit dieser jungen Frau, die abgetrieben hat. Also die lasst nur reden, ist ja auch so, ach, lass sie doch reden, lass sie doch quatschen, die wissen doch gar nicht, worum es geht. Also das ist sozusagen so ein bisschen, ich weiß es besser, die Frau wird auferstehen, die Frau ist lebendig.